Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, kleinen Let's Play für dazwischen, würde ich sagen. The Last Campfire. Ich kenne das Spiel an sich nicht. Ich habe mir mal ein paar Ausschnitte angeguckt, wie immer, ob das was für mich ist oder nicht. Und ich habe mich mal über die Länge informiert. Das Ganze wird wohl nicht so lange gehen, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich mag ja auch die kleineren Spiele, wie ihr wisst. Ja, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Oh, sind wir das ganz hinten dran? Die Frage ist jetzt, ignorieren die uns oder verfolgen wir die jetzt unbemerkt? Hallöchen, kleiner Vogel. Ja, was hast du denn alles zu erzählen? Geh weg da. Oh, mein Paddel. Das war jetzt nicht so clever. There is a place where the lost embers go. As their light begins to fade, ja. And they stood still, unable to face what was to come. Und ich stelle gerade fest, dass das Spiel wahrscheinlich besser wäre, wenn ich das Ganze mit dem Controller spielen würde. Deswegen schließe ich den mal eben kurz an und hoffe, dass es dann direkt weitergehen kann. Ja, okay. Aber ich kann die Perspektive nicht ändern. Das ist ein bisschen blöd. Springen kann ich auch nicht. The painting showed embers on a sacred journey. Okay. Ember felt so afraid and alone.
that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away, when they noticed a small satchel. Beutel des Fremden. Okay. The satchel felt heavy. Ember looked inside. The statue shone brightly in the light. Okay, wie kann ich denn in den Beutel schauen? Damit nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird noch nicht angezeigt. There was a symbol on the floor. Feuer, würde ich sagen. Ember noticed something wrong. Na, komm noch ein bisschen. There was a round space where something used to fit. Ah, okay. To Ember's delight, the golden statue slid perfectly into place. Halte A gedrückt, um das Teil aufzunehmen. Warum? Ach so, muss ich das aufnehmen? Nee. Warum darf ich das nicht aufnehmen hier? Hallo? Das ist A. Ich kann auch gerne mal probieren, die anderen Sachen aufzunehmen, aber der zeigt ja auch nichts an, wenn ich da drauf stehe. Und ich kann auch sonst nicht, doch innerhalb dieser schwarzen kann ich noch gehen, aber... Ah, ich muss es... Ah, verstehe. Ich muss es gedrückt halten und zur Seite schieben. Das stand vielleicht drin. Ich weiß es nicht. Es war zu schnell wieder weg. Ich glaube, wir hören da mit dem Spiel wieder auf. Ich habe Angst. Nein, okay, wir gehen erstmal. Feeling sorry for the stranger now alone in the dark. Er hätte ihn ja auch mitnehmen können. A stairway opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar. Okay, hier ist nichts. Kann ich eigentlich runterfallen? Nee, das ist gesperrt. Okay, das ist schon mal sehr gut für mich. Ember felt like they were being watched. Halte B gedrückt, um zu sprinten. Und wann? As Ember approached, the flame seemed to call out. Nicht da noch was nehmen, ne? Also springen oder klettern oder so kann man anscheinend nicht. Oder zumindest nicht springen. The flame lingered ahead. Warte auf mich, liebe Flamme. Wie soll man denn... Komme ich doch nicht hoch, oder? Achso, da kann ich einfach so... We're leading the way.
Hallo, ihr Süßen. Ach, Moment, das bin doch ich. Ist das mein toter Körper? Oder ein anderer toter Körper? The campfire flickered into life. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. I will warm them until they choose to move on. Ember looked to the ghost for answers. This is a place between places. To travel through as your light fades. But none have passed on in a long time. The Forest King now holds us here. And those who linger will turn forlorn. Again, that word, forlorn. The forlorn are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. I am just a guide along the way to fan the flame. So many lost embers have I seen, more than I could help. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. There are others lost along their journey. Find them and I will guide them. Step backwards, little Ember. Look behind. Upon a small grassy cliff rests a forlorn. Ja, also unsere Aufgabe ist es ganz offensichtlich, die ja, anderen potenziellen Toten, also die ja offensichtlich nicht tot sind, zu retten. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber gibt es eine Möglichkeit, das zu öffnen? Das ist jetzt die Frage. Oder wir müssen noch mehr sammeln, dass sich hier noch mehr Leute hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze sind auf jeden Fall noch frei. Wir denn hier? Da oben sind diese blauen. Da ist so ein komischer großer. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut ist. Moment, ich gehe erstmal eben zu den blauen hin, weil die scheinen ja gut zu sein, weil die ja bei uns sozusagen trauern. Hallo. Oh. Das ist wohl doch etwas weitläufiger, als ich gedacht hatte. Okay. Was ich blöd finde, dass man die Perspektive nicht ändern kann. Ich würde mich hier eigentlich mal gerne umsehen. Okay, ich habe jetzt gerade aus Versehen was gedrückt, aber das ist auf jeden Fall richtig. Der ist am Schlafen. Hier kommen wir nicht ran, weil das muss irgendwie runtergemacht werden. Vielleicht kann er uns ja auch helfen, ich weiß es nicht. Da können wir wahrscheinlich nicht rüberspringen, oder? Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding. And on a small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat. Ja, muss ich den irgendwie erschrecken, damit der das öffnet oder so? Kann ja sein. Da kann ich nicht rüber, denke ich mal.
Ja, aber anstatt erstmal das eine Rätsel zu lösen, kriegen wir direkt schon wieder ein neues. Ach du Schande. Okay. Da kann ich nichts machen. Ins Wasser gehen darf ich offensichtlich ja auch nicht. Hier können wir hoch. Hi! The Ember was curious. Where did you wake up? I'm headed for the crossroads. It's not far, I think. I've heard there's a nest there. A safe place. Ja. Kommst du denn mit mir mit oder nicht? Können wir hier irgendwas machen? Können wir das... Können wir nicht schieben oder ziehen? Ah, wir sind aber bei ihm. The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. Eine traurige Seele. The fisherman felt so useless. His former joys were hollow. Habe ich mich jetzt erschrocken? So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber ich drehe das mal weg, weil es scheint ja nichts Gutes zu sein. Sitting out there every day by the pond, only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Okay. Ach so, die darf nicht ausgehen. Na, habe ich schon wieder dreimal weitergedacht, oder? Ich habe zuerst gedacht, wir würden jetzt hier weg. Wir würden jetzt hier weggepustet, aber... Every day by the pond, a constant reminder. Bitteschön. Eine Flamme für dich. Hallo. For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Ember. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps, though, telling someone. Thank you, Ember. If you need help catching anything, you just ask. Ja. Den Frosch habe ich anscheinend schon kennengelernt, wenn das der war, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich was. Müssen wir mit dir nochmal reden? Nee, ne? The Ember was curious. I'm headed for the cross. I've heard there's a nest. Ja, 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 das hatten wir schon. A safe place. Oh! Ach, der will den haben? Nee. Probieren wir mal einfach. Da wollte ich nicht hin. Hallo? Guck mal hier. Willst du den haben? Anscheinend nicht. Dann schleppen wir den einfach wieder mit. Okay, ich gehe dann wieder. Willst du den haben? Aber dann redet der wieder das Gleiche, oder?
Hallo Frosch. Ne, da kommen nur die Dinger. Oh. Okay, manchmal sollte man seiner Intuition vertrauen. Höhle der Einsamkeit. Der ist bestimmt sehr einsam da oben. Lass mich dich aufwecken. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. Konnte man jetzt nicht nochmal mitsprechen? Ah, Moment. Hi. The traveler said, "You sailed in here. Where's your boat? Friend, you need a boat. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back." Der hat den armen Kerl einsam und alleine gelassen, oder wie verstehe ich das jetzt hier? Achso, da kann ich hoch. Na gut, dann gehen wir erst noch mal kurz zur Höhle. Ich denke mal, dass wir da dann weiter müssen. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. So. Wo ist der hin? Der ist weg. Hä? Und warum ist der Frosch jetzt gedreht? Oder hat er sich eben gedreht? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nee, da stand doch eigentlich. Ja, wo ist er hin? Ist mal ohne Flachs hier. Und wer bist du? The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Redest du mit mir? The stranger met Ember's eyes. Offenbar nicht. The two shared a moment of silence. Ja, auch wenn sich das dann immer so anhört, als ob man da jetzt mit dem Dialog nochmal weitermachen soll, ist es offenbar nicht so. Die Frage ist nur, wo kann ich jetzt noch hin? Oben komme ich nicht weiter, hier komme ich nicht weiter. Hab ich mich jetzt erschrocken? The frog stared at Embo, its belly rumbling. Its eyes were fixed on Embo, but it seemed to mean no harm. Was this the frog that the fisherman spoke of? Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Ja, aber was frisst der? Soll ich ihm jetzt andere Embers holen, oder? Ja, der frisst die Frösche, ne? Nee, eigentlich die Fische. Die Frösche hier kann ich eh nicht mitnehmen. Nee, kann ich auch nicht. Kann ich leider nicht nehmen. Können wir das Ding wieder mitnehmen vielleicht? Oh, ja. Das können wir tatsächlich. Ich weiß ja nicht, ob wir ihn mit einem anderen kleinen Frosch füttern sollten. Keine Ahnung. Kann ich da so runter? Ich kann mit dem Ding ja nicht runter. Nein. Euer Ernst? Was habe ich jetzt gemacht? Hallo?
Mit der linken Taste, okay. Aber ansonsten die anderen funktionieren nicht, okay. Ah, jetzt weiß ich wieder. Mit der unteren Taste muss ich es wegstellen. Gut. Nee, Moment. Zu dem komme ich, wenn ich da hinten oben rumlaufe, ne? Ehrlich gesagt, wollte ich eigentlich jetzt gleich die Folge beenden, aber ich hätte es vorher gerne noch abgeschlossen. Das ist nur so komisch, das sieht nur so komisch aus. Ne? Oder kann ich hier... Ah! Okay, eine Abkürzung. Über deinen Köder. Oh, little worms. They didn't ask to be here. But how do you fish without them? One for me, one for the fishes. Slurp them down. You saw the frog? Did the frog mention me? You ask the frog about me. See what they say. Actually, no. Just... Please don't tell the frog how much I talk about them. Okay. They say catching a fish isn't the point. So I tell myself that. I tell myself that a lot. I chased old Blue Betty round this pond for years. Best days of my life catching that fish. Had to use myself as bait. Stuck on me head ever since. If you need help catching anything, you just ask. Das tue ich doch gerade. Ich würde gerne Hilfe beim Fangen des Frosches oder was auch immer haben. Hallo Frosch. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Ja gut, zugehört habe ich ja eben schon. Egal, ist dann rausgehen. Dann machen wir nochmal zuhören, ob dann was anderes kommt. Embo, its belly rumbling. Its eyes were fixed on Embo. Was this the frog that the fisherman Embo could hardly ignore the rumbling from the frog's belly? Hm. Aber wir hatten, genau, wir hatten da drin doch noch was. Wir haben hier rechts ja diese Ketten. Da müssen wir auch noch hochkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt hier drin verändere, ob sich das draußen dann auch verändert. Ne, ist aber genauso, ne? Kann man auch nicht hochspringen? Kann ich so auch nicht drüber. Das ist mir, wenn ich jetzt hier loslassen würde. Aber da tut sich ja im Endeffekt nichts. Also ich denke mal, man kann tatsächlich nur die Plattform da hinten dadurch bewegen. Da kommen wir nur dann hin, wenn wir da hochkommen. Und da kommen wir vielleicht nur hoch, wenn wir die Sache mit dem Frosch hier hinbekommen. Ja, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich das erste Rätsel schon mal... Was heißt das erste Rätsel? Wir haben ja schon ein paar gemacht. Ich wollte dieses Rätsel eigentlich noch gemacht haben, bevor ich aufhöre. Aber ich sehe jetzt so auf Anhieb erstmal nichts, was man jetzt noch so machen könnte. Da ich nicht weiß, ob es da so richtige Cuts gibt, wo das Ganze besser
ja, abgeschnitten wäre von den einzelnen Folgen hier, würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, weil die Folge ja doch schon recht lange gelaufen ist. Und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter, hoffentlich weiter, wie wir hier mit dem Frosch, beziehungsweise wie wir das da hinten vielleicht hinkriegen. Ich könnte nochmal darüber laufen und versuchen, auf die andere Seite zu gehen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.